In dem Video geht's um die Gewichtskraft. Viel Spaß! So, die Gewichtskraft, ganz, ganz wichtig, ist zwar eine Basic-Formel, aber wir gehen das jetzt nochmal schön ausführlich durch, dass du das auch anwenden kannst. Gewichtskraft kommt nämlich immer wieder dran, ne? Das ist ein Grund. Also wenn wir uns auf der Erde befinden, Masse mal Erdbeschleunigung, dann wirkt die Gewichtskraft. Das heißt, wenn wir eine Masse haben, wirkt die Erdbeschleunigung. Gehen wir gleich nochmal ganz genau drauf ein. Wir haben wieder eine Kraft, das heißt Kräfte, egal was für eine Kraft, Gewichtskraft, Auftriebskraft, sonstige Kräfte, immer in Newton. Und ein Newton, nochmal zur Wiederholung, ist auch ein Kilogramm mal Meter durch Sekunde Quadrat. Masse immer in Kilogramm, nicht in Gramm, ne? Kilogramm, damit sich das dann hier rauskürzt bei den Einheiten, damit das auch alles passt. Und Erdbeschleunigung, das ist auch so. Wenn ich jemanden frage, der kommt aus der Schule, das Einzige, was die meisten dann wissen, ist 9,81 Meter Sekunde Quadrat. Wissen nicht mehr, was es ist, wieso, weshalb und auch nichts anderes mehr in Physik, aber das bleibt immer irgendwie hängen. Aber ist ja schon mal was, ne? Darauf können wir aufbauen. Gehen wir aber gleich auch nochmal durch. Die Erdbeschleunigung, genau, das war es im Prinzip schon. Das heißt, das ist der Grund, warum alles nach unten fällt, auf die Erde, Richtung Erdmittelpunkt. Alles, was nach unten fällt, die Blätter im Herbst, alles Mögliche. Die Enten, die einen Absturz machen, alles FG. Was du runterschmeißt oder was dir runterfällt, da ist alles FG dran schuld. Das Marmeladentoast, was entweder so oder so auf dem Boden aufkommt, auch FG. Alles FG. Die Katze, die einen dreifachen Salto vom fünften Stock überlebt, FG. Genau, jetzt weißt du, glaube ich, was FG alles ist. So, und da haben wir die Erde. So, und egal, wo wir uns befinden, also ob wir jetzt hier oben sind, ob wir hier an der Seite sind, ob wir hier unten sogar sind, auf dem Kopf, komischerweise, ne? Selbst dann passiert uns nichts. Für alle wirkt FG Richtung Erdmittelpunkt, beziehungsweise die Erdbeschleunigung, weil Massen sich gegenseitig anziehen. Daher kommt nämlich diese Gewichtskraft. Deswegen habe ich hier nochmal das wunderschöne Gravitationsgesetz stehen. Musst du jetzt nicht ganz nachvollziehen, ne? Es geht jetzt hier nur um diese einfache Formel. Ich will dir aber doch dennoch mal sagen, wo das herkommt. Das fürs Verständnis ist ganz gut. Das heißt, wenn ich jetzt die Ente hier habe, habe ich die Masse der Ente und die Masse der Erde jetzt hier unten. So, und die beiden Massen ziehen sich gegenseitig an. Massen ziehen sich immer gegenseitig an. Das ist eigentlich der Grund, warum die Ente nach unten fliegt, weil Massen sich anziehen. Die Ente zieht sich an, zieht die Erde an und die Ente und die Erde ein bisschen die Ente. Also die gehen dann quasi aufeinander zu. Aber da die Erde so eine riesen Massen hat, kriegen wir es gar nicht mit. So, und wenn wir jetzt diese Enten hier, Nummer zwei Enten, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, was ich nehme. Die Enten ziehen sich an. Oder du mit deinem, stell dir vor, dein größter Feind. Und du, ich packe euch beide ins Universum. Das bist du jetzt hier. Oder mit deinem, deiner Freundin, Freund, was auch immer. Ich packe euch beide jetzt ins Universum. Vakuum. Und wir haben keine anderen Kräfte. Dann gibt es aber, ihr habt beide eine Masse. Masse 1, Masse 2. Ihr zieht euch dann gegenseitig an. Egal, ob es jetzt Liebespärchen ist oder zwei, die sich hassen, ist egal, es wirkt immer anziehend. Das heißt, Gravitationskraft, die Kraft zwischen zwei Massen, wirkt immer anziehend. Keine Abstoßung wie bei der elektrischen Kraft. No, no, no. Immer anziehend. Das heißt, diese Enten würden sich bis in alle Ewigkeit gemeinsam im Weltraum rumschweben. Die ziehen sich gegenseitig an und genauso Ente, Erde, zieht sich auch gegenseitig an. Das ist die Gravitationskraft, ne? Also die Anziehungskraft. Das ist eine Gravitationskonstante, ne? Die ergibt sich einfach, wo kein Mensch weiß, warum die genau diesen Faktor hat. Ne? So ist das Universum beschaffen. Was hier aber auch noch wichtig ist, also wir haben hier die beiden Massen, die sich anziehen und dann der Abstand zwischen diesen beiden Massen zum Quadrat. Das ist die Gravitationskraft. Und jetzt passiert nämlich was richtig Cooles. Wenn ich jetzt hier die Ente nehme, Ente Erde, das ist hier der Abstand, R, Masse Ente, Masse Erde. So, und jetzt kann ich dieses G und R-Quadrat und Masse Erde, beziehungsweise ich tausche das hier kurz mal, dann ist es ein bisschen schöner. Masse Erde ist ja mal, ne? Mal kann ich sowieso vertauschen. Und Masse Ente,
So, dann ist nämlich dieser Faktor g, r² und Masse Erde. Masse Erde ist ja immer identisch. Und das hier ist der Abstand r. Wenn wir uns auf der Erdoberfläche befinden, ist das auch exakt identisch. Worauf ich hinaus will, ist, dass dieser Faktor hier, das ist g. Das ist der g-Faktor. Wenn man das hier nämlich berechnet, kommt da 9,81 Meter Sekunde Quadrat raus. Das heißt, diese Formel Gewichtskraft ist im Prinzip nur eine Vereinfachung vom Gravitationsgesetz, dass du das ein bisschen veranschaulichst. Dann weiß man auch eher, ne, wo das herkommt. Dann macht das ein bisschen mehr Sinn. Das heißt, ich kann das hier einfach umschreiben. Masse Ente mal G. Das wär's für die Gewichtskraft, ne? Also Fg. Hier haben wir noch Gravitationsgesetz. Den Faktor für die Erde können wir aber zusammenfassen zu G. Dann haben wir Masse Ente mal G. Fertig. Hier siehst du mich noch. Genau, das Bild ist sogar so berühmt geworden. Das hat sogar auf ein bisschen Schleichwerbung auf die Formelsammlung hier geschafft. Das ist auch Fg. Genau, deswegen sollte jeder kennen. Ne? Deswegen habe ich das auch hier drauf, haben wir das auch hier drauf gemacht. Masse und Erdbeschleunigung g, weil es so extrem wichtig ist. Selbst für die Formelsammlung wirkt das. Hier, wir merken, Fg wirkt nach unten. So, also wenn du jetzt immer noch nicht weißt, was Fg ist, ne, dann guck das Video nochmal. Aber ich denke, es sollte klar sein. So, und jetzt vergleichen wir nochmal, machen wir zwei Mini-Rechenaufgaben, damit du mit den Einheiten auch ein bisschen klarkommst. Ist jetzt auch nicht schwer, ne? Wir nehmen mal eine dicke Ente. Sagen wir mal, die Ente hier wiegt 10 Kilogramm. Also haben wir Fg ist gleich Masse Ente mal G. Und wir machen das jetzt einmal für die Erde und einmal für den Mond, damit du mal siehst, dass das unterschiedlich ist. Weil die Anziehungskraft Erde und die Anziehungskraft Mond ist unterschiedlich. Auf der Erde haben wir 9,81 Meter Sekunde Quadrat, ne? Einheit der Beschleunigung, Meter Sekunde Quadrat. Und auf dem Mond haben wir 1,62 Meter Sekunde Quadrat. Mond hat ein bisschen geringere Masse, ist viel, viel kleiner, hat auch einen kleineren Radius. Das heißt, dieser Faktor hier wäre 1,62 auf dem Mond. Zum Vergleich rechnen wir das mal aus, was das nämlich ausmachen würde. Wenn wir jetzt hier haben, ja, nehmen wir eine 10 Kilogramm Ente, 9,81 Meter Sekunde Quadrat. Wir haben Kilogramm Meter Sekunde Quadrat ist Newton. Das heißt, wir haben 98,1 Newton. Also für eine 100 Kilogramm, 10 Kilogramm Ente, gibt es 10 Kilogramm bestimmt, ne? Ganz dicke Ente. 10 Kilogramm Ente beträgt die Gewichtskraft, die Richtung Erdmittelpunkt wirkt, knapp 100, ne? Also 98,1 Newton. So, und jetzt, wenn wir Fg, wir nehmen jetzt dieselbe Ente, auch diese 10 Kilogramm Ente und packen die auf den Mond. Wir können das einfach, wir können alles hier machen, alles machen, was wir wollen. Masse Ente. So, und jetzt haben wir hier G Mond, da ist die Erdbeschleunigung ein bisschen anders. So, 10 Kilogramm bleibt ja, ne? Wir haben ja immer noch die Ente, nur die Mondbeschleunigung wäre es in dem Sinne, ist jetzt 1,62 Meter Sekunde Quadrat. Wir haben hier Kilogramm Meter Sekunde Quadrat. Kilogramm Meter Sekunde Quadrat ist Newton. Das heißt, wir haben 16,2 Newton auf dem Mond. Das heißt, viel, viel geringer als auf der Erde, ne? Das heißt, die Waage würde ja ein Sechstel ungefähr so anzeigen. Also wenn du hier 600 Kilogramm wiegst, wiegst du hier 100 Kilogramm. Also das ist die schnellste Brigitte-Diät. Das ist die physikalische Brigitte-Diät, die viel effektiver ist. Genau, muss man nämlich gar nichts machen, nur auf den Mond. Ist ein bisschen, ja, weiß nicht, ob es leichter ist. Genau, jetzt habe ich nur veranschaulicht einmal den Unterschied, ne? Gewichtskraft Erde, Gewichtskraft Mond, damit du weißt, was das ist. So, und dann falle ich mal nach unten. Wegen der, du weißt es jetzt, Gewichtskraft. So, und jetzt schauen wir uns nochmal an. Das kann ich nochmal hier lassen. G. Du kannst auch meistens, wenn du eine Klausur hast, je nachdem, wenn du keinen Taschenrechner benutzen darfst oder Medizinertest, ihr habt keine Taschenrechner, dann ist ganz oft, dass man diese 9,81 einfach mit 10 Meter Sekunde Quadrat, das kommt auch zu immer dran, ne? Mit dem Mond war nur noch mal ein Beispiel dafür, dass G auch anders sein kann. Ganz selten wird das auch mal gefragt, aber nur, dass du es nochmal so verinnerlicht hast. Genau, ganz häufig ist nämlich G 10 Meter Sekunde Quadrat. So, und ich will nochmal auf diese Beschleunigung hinaus, was das denn heißt, 10 Meter Sekunde Quadrat, ne? Weil, kann ja jeder sagen, 10 Meter Sekunde Quadrat, was ist das? Das sehen wir an der Einheit, deswegen sind die Einheiten immer wunderschön, da kennt man alles. Weil da haben wir hier nämlich Meter pro Sekunde und hier nochmal eine Sekunde.
Das heißt, wenn ich jetzt von irgendwo runterspringe, warum auch immer ich das tue, dann habe ich, hier starte ich, hier ist meine Masse, Masse Robert, Masse Robert. Jetzt fliege ich hier eine Sekunde, Masse Robert fliegt. So, und jetzt weißt du, wie schnell ich bin nach einer Sekunde, weil du diesen Faktor kennst. Und das ist ja freier Fall, ist massenunabhängig. Wenn du es nicht weißt, guck nochmal Video zum freien Fall an. Weil hier habe ich jetzt eine Geschwindigkeit von, wir nehmen den gerundeten Wert, ne, 10 Meter pro Sekunde. So, dann habe ich, jetzt habe ich, bin ich ein bisschen schneller, ein bisschen mehr Strecke zurückgelegt, wieder nach einer Sekunde bin ich dann, also es geht hier um diese Punkte, ne, also hier an dem Punkt, da bin ich dann 20 Meter pro Sekunde, also immer pro Sekunde nimmt es um den Faktor 10 Meter pro Sekunde zu. Nach 3 Sekunden machen wir das auch nochmal fertig, also ist wieder ein bisschen, ist eine beschleunigte Bewegung, ne, mit G. Wieder nach einer Sekunde, dann habe ich jetzt hier 30 Meter pro Sekunde an Geschwindigkeit. Und ist auch egal, ob ich das bin, eine Ente oder irgendwas anderes, wenn wir Luftwiderstand vernachlässigen. Also es nimmt immer um diesen Faktor 10 Meter pro Sekunde in einer Sekunde zu. Das sagt generell die Beschleunigung, ne? Nur dass wir das nochmal verinnerlicht haben. Und dann wäre es das zur Gewichtskraft. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben, lass ein Abo da. Und schau auf jeden Fall gerne in die Beschreibung. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin Robert, dein Physikcoach. Ciao!